Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich mal nicht im Pfälzerwald unterwegs, sondern in der Eifel. Und heute bin ich auch nicht alleine, denn im Hintergrund seht ihr ein Auto und da habe ich zwei Kollegen dabei. Das eine ist der Kevin vom Kanal Saarländer auf Hiking-Tour und das andere ist ein Kumpel, der Stefan. Und die haben mich freundlicherweise mit hierher genommen. Und wir machen heute eine Zweitagestour um das Verschweiler Plateau. Wenn du Lust hast, komm doch einfach mit. Es wird bestimmt lustig. Kein Wunder, dass das nicht so schwer ist. Ja, ja Jungs, was ist los? Ja, geht gleich los. Mann! Ja, der Kevin ist doch wieder schlecht vorbereitet. Zeit. Wir müssen doch jetzt erst seine Kamera verarzten. Ach so, stimmt ja. Qualität braucht Zeit, das wirst du doch. Also wirklich, schon gleich am Anfang von der Tour, gigantische Felsen. Und gigantisch hoch. Dass man nicht hängen bleibt. Ja. Stecken bleibt. Wir sind jetzt hier in der Teufelsschlucht. Und da geht es ganz schön eng her. Thank you.
Ja, da war auch ordentlich Tempo drauf, ne? Warum? So, wir haben jetzt hier eine schöne Bank gefunden, wir machen jetzt mal eine Mittagspause. Stefan hat Hunger. Ich. Nicht nur der Stefan natürlich, wir haben alle. Wie als wäre der Film. Wir bauen jetzt doch richtig auf. Und das ja nur doch nicht. Mit Kamin wird's. Keine Ahnung. So, und das ist die Aussicht von unserem Mittagsplatz aus. Das ist der Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt knapp 13 Kilometer hinter uns und kommen immer wieder an solchen gigantischen Felsen vorbei. Ich habe sogar nicht all gefilmt, weil es gar nicht möglich ist. Oh, da haben wir jetzt langsam Nachtlagerplatz brauchen und hier am Trail keine Chance bietet, sich irgendwie ein Lager zu machen, weil wir Hängematten dabei haben. Da lassen wir jetzt diesen Trail. Wir haben hier so einen Wildpfad gefunden, so einen Wildwechsel. Den gehen wir jetzt nuff, dass wir oben auf dem Plateau sind und suchen uns dort einen Platz. So, das ist ein Kevin sein Reich. Und das ist im Stephansonreich, es ist schon ziemlich dunkel. So, ja. Und hier ist mein Reich. Ja, wir haben heute einen Haufen Felsen gesehen. Das Stück, ich glaube, wir haben jetzt knapp 14 Kilometer oder sowas, war richtig gut anstrengend. Und es wird aber jetzt schon dunkel, es ist jetzt, glaube ich, kurz vor 5 oder sowas. Oder 4:30. Wie war man? 5 Uhr. Und wir haben vielleicht noch, ja, ich schätze mal, noch eine halbe Stunde Tageslicht. Dann ist aber dunkel. Bis dorthin müssen wir alles über die Bühne haben. Ja, und wir sehen uns dann morgen. Komplett ausgeschüttet oder was? Ich habe extra noch für euch mitgemacht. Mm. Oh, Stefan. Willst du ein bisschen von mir haben? Nee. Ja, Wasser habe ich noch. So, Tag 2 ist angebrochen. Wir haben uns jetzt mal nach guten, ja, fast 14 Stunden Schlafsack mit Hängematte rausgequält. Und sind froh, dass die Nacht jetzt vorbei ist. Jetzt gibt es ein Frühstück. Und dann werden wir zusammenpacken. Ich hoffe, dass das Wetter hält. Ab und zu hört man mal so ein paar Regentropfen fallen. Das wäre was, was wir jetzt gar nicht brauchen könnten. Aber wenn es dann so ist, ist es so. Ne? Ja, es wird jetzt richtig frisch hier. Nichts anderes sagen.
viel. Braucht noch jemand was? Was denn? Wasser. Im Moment nicht, sagen. Ja, wenn er jetzt gedacht hat, ich lasse den Teebeutel hier liegen, er hat sich geirrt. Der geht natürlich auch mit nach Hause. Ne? Das wollte ich eigentlich mitnehmen. Echt? Aber im Rewe hatten sie das nicht. Und ich hatte keine Lust nochmal ins Kaufland. Aber eins muss ich sagen, so die üblichen Waldgeräusche gibt es hier aber nicht. Also waren wenig Tiere unterwegs, fand ich. Oder die waren alle schon mal beim Jäger. Ja, ich habe auch sehr wenig gehört, stimmt. Also nicht so viel Knacken und was weiß ich wie sonst. Der Kaffee ist fertig. Mit der Pfanne. Ja. Die ist doch nicht so arisch gut drin, die Pfanne. Nee? Nee. Brennt alles an. Ja. Ja, bei Speck ist das so eine Sache. Ne? Oder wenn man, ja. Hast kein Öl reingemacht? Nein. Ich dachte immer, der Speck hat so viel Fett. Das langt. Aber. Nee, bei Edelstahl. Ist das Alu oder Edelstahl? Edelstahl. Ja, da brennt auch alles an. Egal was. Selbst zum Teil sogar mit Öl. Machen wir ein bisschen Wasser drauf. Hä? Machst du quasi Kochschinken? Ja. Man muss ja ausprobieren, ne? Ah ja, klar. Hast du Kraft mit der Dusche. Tiefen. Ja. Schmeckt's denn wenigstens? So, wir sind jetzt hier am Abbauen. Beziehungsweise, ich bin fertig. Die zwei Kameraden haben so lange am Frühstückstisch gehockt. Deswegen dauert es ein bisschen länger bei denen. Mir fehlen die Worte. Ja. Mir fehlen die Worte. Eigentlich hat er uns gezwungen, sein Zeug abzubauen. Ja, genau. Wir haben so viel gekochen, wir haben für Tarp abbauen. Also. Wir haben hier nichts zu lachen. Das glauben die ja nicht. Was die da erzählen, das glauben sie ja selber nicht. Wir haben hier nichts zu lachen. Tja. Und so sieht ein Lagerplatz dann wieder aus, ne? Wenn man fertig ist. Man sieht nämlich nichts. Und so soll es auch sein. Wir waren nämlich gar nicht hier. So, die letzten Handgriffe sind gemacht. Platz ist aufgeräumt. Es liegt nirgends was, es hängt nirgends was. Haben wir uns vergewissert. Wir waren die Nacht gar nicht da. Wir machen uns jetzt zurück auf den Weg, allerdings haben wir den ein bisschen jetzt, werden wir den wahrscheinlich ein bisschen abkürzen, okay. Weil wir nicht mehr durch den Zeitmangel pünktlich am Auto sind, bevor es dunkel ist und die Strecke noch so weit ist. Haben wir beschlossen, das Ganze abzukürzen und den Trail irgendwann nochmal komplett zu machen. Mit viel Ruhe, mit viel Zeit. So ein Wochenende ist halt doch um diese Zeit sehr kurz. Und dann würde ich sagen, auf geht's.
So, wir machen hier nochmal eine kurze Rast. Also wir haben den Weg beendet, kürzeren Weg genommen, weil es an der Stelle nicht geht und das Tageslicht fehlt. Und wir sind auch schon fast wieder zurück am Auto. Das war's dann bei der Tour. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schaltest das nächste Mal wieder ein. Und ich verabschiede mich. Bis bald im Wald und die Jungs. Tschüss, ciao. Viel Spaß. Komm mal, ab und zu mal ein bisschen noch Plan zeigen. Das Nobelmittag mache. Was ist da los? Was geht da aufbauen? Und das ist Mittag. Was für Scheiße. Egal. Nimm mal halt eben einen weißen Arsch. Gleich bauen wir noch das Grillo und... Ah ja. Wir wollen nur nicht, dass der Hubert einen nassen Arsch kriegt und krank wird. Wir aus dem Saarland sagt um 12 Uhr gibt Gas. Wir haben unseren Spaß. Und der Hubert hat heute Abend gesagt, dass er für uns kocht. Der hast du was verkehrt, hat er. Und wir haben ganz viel Spaß. Was 2 Stunden später geschah. Ja, Jungs, was los? Hier, Zeit. Auf geht's. Ja, geh schon mal vor. Geh schon mal vor. Mach schon mal das Lager parat. Ja, mach mal das Feuer an schon mal. Bau schon mal die Hängematten auf. Käsewürstchen kannst du noch kaufen gehen. Gehen wir gerade runter ins Dorf, bitte. Komm, ist doch nicht weit. Ja, komm, Kevin. Oh nein. Jetzt hast du Stress, ja? Ja, den immer so langsam. Ja. Nein, bitte. Okay. Saarländer sind Genießer. Nur weil der wieder Essen gespart hat am Gewicht. Ja.